Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und die damit verbundene Abnahme natürlicher Habitate kommt es zu einem drastischen Rückgang vieler Vogelarten. Hiervon besonders betroffen sind Bodenbrüter, unter anderem Wartvögel wie der Kiebitz. Um die Art zu schützen, ist es wichtig, neben den Risiken für die Altvögel auch die Habitatansprüche und das Verhalten der Küken zu kennen, da diese den Bruterfolg und damit das Überleben der Population bestimmen. Wir machen das, damit man mehr über den Kiebitz Bescheid weiß, also vor allem, was sie denn so an Flächenzusammenstellung und so weiter braucht in der Phase der Jungenaufzucht. Mhm. Und da liefen vorletztes Jahr schon Arbeiten von der Hanna Böhner und Co. Und die haben Verhaltensbeobachtungen gemacht und dann festgestellt, man sieht halt die Kiebitze irgendwann nimmer, wenn sie in dem höheren Getreide drin sind und kann dann nicht sagen, was sie machen oder ob sie da nur am Rand sind oder ob sie eben ganz weit reingehen. Und mit den Sendern können wir jetzt eben genau feststellen, wo sie sich aufhalten, ohne dann jedes Mal hinlaufen zu müssen und zu schauen, wo denn der jetzt wirklich rumrennt. Ein Ziel des Ganzen ist dann letztendlich? Zu schauen, wie sich die heutige Agrarlandschaft halt noch als Kiebitzhabitat eignet, weil wir festgestellt haben, dass der oft gar nicht so auf den Ausgleichsflächen ist, also auf den Wiesen und so, wo er ja herkommt, sondern oft eben in so Brachflächen oder hier in so einem Maisacker, wenn der noch nicht eingesät ist, brütet, weil ihm der offene Boden da mehr taugt. Und dann muss man eben Schutzmaßnahmen ergreifen, um ihm das weiterhin zu ermöglichen, damit er eben das Ersatzhabitat, was er sich da gesucht hat, weiterhin nutzen kann. Und dazu reicht es jetzt eben nicht, dass man nur das Nest schützt und sobald die Küken geschlüpft sind, ist es einem egal, was die dann da machen, sondern wir brauchen halt jetzt Daten, was die Küken denn so machen und was die denn brauchen, damit wir dann sagen können, ja, das kann man noch machen als Schutz, dass der eben, wenn er zum Beispiel hier brüht, mit dem Schutzmittel, dass er langsam fährt, dass er nur von einer Richtung anfängt und nicht im Kreis fährt, damit dann die Küken eben in einen anderen Acker abwandern können. Und 15,9 mm Schaden. Hast du den Kleber? 44 und 15,9. Ja. Mhm. Ist noch ganz jung. Also das ist so ein spezieller Hautkleber, so Latexbasis. Mhm. Und ich habe den von einer gesagt gekriegt, die an Uferschnepfen das schon gemacht hat. Mhm. Und die hat gesagt, der hält so 2 Wochen. Alles klar. Und dann fällt das Ding ab und dann sucht ihr das auch und genau, also wir suchen das und wollen das wieder einsammeln. Und ich glaube, die ersten Sender sind jetzt schon 2 Wochen drauf, aber da sind wir noch nicht wieder an der Fläche gewesen. Deswegen können wir nicht sagen, ob er noch da ist. Ja, wenn es ziemlich jung sind, kann es ja auch sein, dass dann einfach, wenn die halt die neuen Federn kriegen, dass es damit abfällt. Genau. Mhm. Alles klar. Also der fällt von alleine wieder ab, der bleibt nicht im. Und es wird auch dadurch nicht beeinträchtigt in einer Weise? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt die Fläche. Es ist sehr leicht und sehr, sehr dünn. Wurde schon öfter gemacht, wird nicht beeinträchtigt. Wir haben die Küken ja besendet das letzte Mal. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, ob die noch da sind und wo sie sich aufhalten. Und mit der Antenne kriegen wir dann eben ein Signal. Das ist so ein Piepston, der immer wieder kommt. Und dann schauen wir, wo ist das Signal am stärksten. Und in die Richtung hält sich das Küken dann auch von uns. Und wenn wir Glück haben, sehen wir es mit dem Fernglas. Meistens aber nicht, weil es sich irgendwo versteckt oder ja, in dem bisschen höheren Getreide ist. Und dann können wir eben schauen, wo hält sich es auf, wo läuft es rum, wie aktiv ist es und wie lange überlebt oder wie lange dauert es, bis der Sender abfällt. Also hier ist der Sender, schön abgefallen. Und ja, das letzte Mal haben wir ihn nicht gefunden. Aber anscheinend standen wir genau drauf. Ja, es sieht gut aus. Also der ist einfach nur abgefallen. Hat ein bisschen Federn mitgenommen. Aber ich nehme mal an, das war beim Federwechsel. Hernehmen würde ich ihn nicht nochmal. Wir brauchen halt jetzt Daten, was die Küken denn so machen und was die denn brauchen, damit wir dann sagen können, die Agrarlandschaft, wenn wir sie schon gestalten, dann
brauchen wir die Flächen so in dieser Struktur, dass dann da eben die Brache ist, dann da ist der Maisacker daneben, dann eben noch ein Wintergetreide und das ist dann auch ganz gut für den Kiebitz, weil er sich trotzdem da aufhalten kann. Dass der halt einfach noch weiter hier in der Agrarlandschaft leben kann. Dass der Lebensraum erhalten bleibt und damit eben auch andere Arten dann eigentlich ihren Lebensraum erhalten.